Ja, hallo. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter bei diesem Bild, weil ein paar Sachen, die gefallen mir jetzt doch nicht so ganz. Also zum Beispiel finde ich, dass hier das Gelb, das ist vielleicht ein bisschen zu gelb. Das ist beim Nolde schöner Orange, ja. Also das ist nicht schlecht, dass man sich vielleicht mal an sowas auch hält. Und dann hier bei diesem Boot, da könnte man vielleicht noch vorne so ein Segel hinmachen. Also er hat das hier so ganz dezent angedeutet, das macht aber schon mal was aus. Ne? Und vielleicht, ja, ist mir das jetzt hier auch noch ein bisschen zu dunkel da unten. Also jetzt hat es hier auch ein bisschen heller gemacht und so, und da geht das Orange noch ein bisschen rüber. Also das sind so Sachen, die, ja, die muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber das hat schon gewisse kompositorische, naja, Vorteile, warum man das so macht. Also ich gehe mal her und versuche mal dieses Gelb hier ein bisschen zu entkräften. Ja, gehen wir mal her. Wir mischen ja im Prinzip immer, ne, auf der Oberfläche. Also es ist ja nicht wie beim Ölmalen, dass man da irgendwie die Farbe dann irgendwo auf der Palette mischt, sondern das passiert ja immer alles hier. Und deswegen macht man das dann vielleicht so. Ja. Also es gibt da so Pinsel, extra Pinsel, mit denen man verwischen kann. Aber das sind eher dann Pinsel für Softpastelle. Also hier mit dem Pinsel verwischen bei diesem Ölpastell, das halte ich für keine so gute Idee. Das geht dann schon mit dem Finger deutlich besser. Und wenn das dann hier zu rot ist, das ist dann auch nicht so tragisch, dann gehe ich halt mit Gelb wieder drüber. Ja, also mir ist es jetzt ein bisschen zu rot, wenn man das jetzt hier sieht, ne, die zwei, das haut nicht so hin. Also gehe ich hierher und noch so ein bisschen drüber. Jetzt ist natürlich auch so, man erwischt natürlich, dass es Orange vom Nolde vielleicht auch nicht so leicht, weil das ja dann zum Teil auch andere Gelbtöne sind. Aber man kann es schon versuchen. So ist es nicht. So, jetzt sieht schon deutlich besser aus, ja. Aber man könnte es vielleicht noch ein bisschen heller machen. Also man sieht es hier vielleicht da innen, da ist es ein bisschen heller. Also ich schätze, das kann man mit Weiß etwas hinkriegen. Ja. Also Weiß nicht ganz vergessen. Das Weiß hat halt ein bisschen den Nachteil, dass wenn ich da das Weiß zum Mischen verwende, und dann ist es halt so, dann wird halt die Farbe, um die es da geht, die man etwas heller machen will, die wird dann aber auch etwas milchig. Aber das macht nichts. Ja, also jetzt sieht es schon besser aus vom Gelb her. Und was er jetzt noch gemacht hat, das ist das, dass er so ein bisschen reingezogen hat. Da unten ist es noch ein bisschen hier dunkler. Jetzt hat man zwei Lösungen. Entweder ich mache das Dunkle weiter rein oder ich mache hier das Orange noch etwas raus. Das ist jetzt die Frage, ne? Also ich versuche mal Folgendes, dass ich jetzt hier diesen weißen Fleck oder diesen hellen Fleck, diese helle Wolke, da vielleicht noch ein bisschen hier reinkriege. Weil das soll schon so sein, nicht, dass man dann sagt, naja, hat er sich zwar irgendwie das Bild zum Vorbild genommen, aber so richtig hingekriegt hat er es dann doch nicht.
Also man kriegt das schon hin, aber man muss halt ein bisschen tüfteln. Aber es ist natürlich schon so, es ist halt ein Aquarell und Aquarellverläufe, die kriegt man mit dem Öl, Kreiden, würde man sagen, nicht hin oder nur extrem schwer. Aber eher nicht hin. Das macht aber nichts, ne? Das ist halt eine andere Art von Malerei. So, jetzt haben wir das ein bisschen so. Und wenn einem das noch ein bisschen zu hell ist, dann reibt man halt noch ein bisschen von dem Dunklen rein. Das ist ja der Vorteil der, wie gesagt, das ist ja Ölpastell. Und Ölpastell wird ja nicht so leicht trocken. Jetzt, das ist so ähnlich wie dann mit den Ölfarben. Also da kann ich dann schon noch, eine Zeit lang habe ich da eine Möglichkeit, ja, zu korrigieren. Also einfach mit den Fingern drüber wischen. Ja. Also die Möglichkeiten, die habe ich da. Ja, gefällt mir jetzt so nicht, gar nicht schlecht. Dann gehen wir halt hier so ein bisschen rein. Also das sieht das dann schon ein bisschen auch so ein bisschen Turner-mäßig aus, habe ich ja schon gesagt. Jetzt gehe ich daher und mache das hier mit dem Dunklen, sodass ich da reingehe. Dann spare ich mir das mit dem Orange da nach oben zu gehen. Und wenn einem das jetzt wieder zu viel ist, dann gehe ich her, mache ein bisschen Weiß rein und so. Also es soll ja so sein, dass dieses, das ist ja so ein Stimmungsbild, ne? Wenn ich da jetzt so ganz knallharte Kanten habe, da wo die unterschiedlichen Wolken zusammentreffen, dann nehme ich mal die ganze Stimmung raus. Ja. Also von daher gefällt mir das da unten auch nicht so. Das gehört vielleicht auch noch ein bisschen heller. Und hier noch so ein bisschen heller. Dass das nicht so. Ja, dann geht das jetzt ein bisschen so rüber. Und das kann man dann auch noch ein bisschen hier verwischen. Und man kann dann eben auch noch hier das bisschen verstärken, dass hier noch was am Wasser sich spiegelt von diesem Sonnenuntergang. Und da kann ich dann natürlich auch nochmal mit Gelb ein bisschen reingehen und auch mit Rot ein bisschen reingehen. Das wäre jetzt eine Abwandlung von dem, was der Nolde gemacht hat. Aber das macht nichts. Wir haben ja da die Möglichkeiten. Ich muss mich da nicht sklavisch dran halten. Also jetzt sieht das dann so aus, ja. Ich habe jetzt hier diesen helleren Bereich da ein bisschen verstärkt. Aber ich finde, es sieht nicht schlecht aus, wenn das ein bisschen verstärkt ist. Ja. Und jetzt versuche ich dann nochmal dieses zweite Segel da so reinzukriegen. Da kann ich schon dick hier reingehen. Das macht gar nichts aus. Da muss man nicht überlegen, oh, ich muss jetzt einen ganz dünnen Strich machen. Weil der dünne Strich, der kommt dann schon sehr. So geht es dann hier. Und jetzt haben wir hier schon einen dünnen Strich. Und dann gehen wir her und machen das da so. Das Vorsegel da. Und schon haben wir hier quasi so ein Vorsegel angedeutet. Und wenn ein das dann noch zu schwarz ist, dann machen wir es halt ein bisschen blau und gehen hier noch ein bisschen her und machen das auch vielleicht noch ein bisschen blau. Entweder ist das ein kleineres Boot, ja, es ist ein kleineres Boot, das kann ich nicht sagen, es ist weiter weg, weil das ist ja deutlich weiter hier, aber das macht nichts. Ich kann das auch noch ein bisschen vergrößern vom Segel. Und dann kann man eben auch noch vielleicht irgendwie so eine Art Vorsegel hinmachen. Das ist halt immer so, wie gesagt, das tut halt immer so, als würden wir da ganz detailliert arbeiten.
Aber das tun wir nicht. Aber es ist dann immer ein bisschen, ja, macht sich besser. So, jetzt, dass das hier so eine, ja, das sind halt Segel, die im Gegenlicht sind und deswegen sind die ein bisschen dunkler. Ja. Normalerweise hat man ja nicht so dunkle Segel, aber es gibt auch natürlich Segelboote mit dunklen Segeln und sowas ist das jetzt hier vielleicht. Das ist halt so eine Sache, ob einem das so gefällt oder nicht, kann man dann ändern, kannst du sein lassen. Aber wenn ich jetzt da zwei weiße Segel hinmachen würde, ich glaube, das wird nicht so toll ausschauen. Und jetzt kann man hier noch ein bisschen diesen Fleck da, den da ein bisschen mit Farbe versehen. Also, wie gesagt, das hat schon Turner-Ausmaße fast. Und das ist dann natürlich schon eine heiße Sache, wenn ich dann hergehe und mit Pastellen quasi einen Turner mache. Aber man muss sich da auch nichts vormachen. Die alten Meister, die haben mit Händen und Füßen gemalt. Die haben alles hergenommen, um irgendwie zu ihrem Ziel zu kommen. Ja. Heutzutage, da sind die Leute ein bisschen, ja, ich muss schon sagen, ein bisschen komisch. Wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, wenn einer partout nicht zeichnen kann, ja, dann nimm halt ein Beamer her oder so. Na, dann bin ich aber in meiner Kreativität total eingeschränkt. Aber dass er dann die ganze Zeit nichts hinkriegt, das schränkt ihn dann anscheinend nicht allzu sehr ein. Also, das ist ein Unding. Also, man muss wie Dürer etc., Michelangelo, Leonardo, die haben alle ihre Hilfsmittel gehabt, alle ihre Fadenkreuze und so weiter. Und da haben sie dann halt dann gute Ergebnisse zustande gebracht. Da machen wir noch ein bisschen Gischt hin von der Geschwindigkeit. Nicht übertreiben, sondern nur ein bisschen andeuten. Das kann ich hier auch. Also lieber alle möglichen Mittel zur Verfügung haben. Also zum Beispiel auch, was Turner gemacht hat, der hat ja dann in seinen Aquarellen hat er dann auch plötzlich mit Ölkreide reingemalt oder so. Also das kann man machen. Oder in seinen Ölbildern, der hat das auch gemacht. Gibt hier einen Münchner Maler, ja, Mike Kalbach, der arbeitet auch mit Händen und Füßen. Also der, aber der hat dann auch ganz gute Resultate. Das muss man schon sagen. Also der macht dann oft zum Beispiel um seine Figuren rum Linien, rote Linien und so weiter. Und ja, das sieht nicht schlecht aus. Das ist halt so eine Anleihe aus dem Expressionismus. Das haben sie halt dann damals immer gemacht. Bei ihm, da soll das ein bisschen die, naja, Vereinzelung des Individuums darstellen. Glaube ich wenigstens. Aber gut. Also, jetzt würde ich mal sagen, das ist jetzt schon nicht so übel, ne? Und jetzt ist ein bisschen mehr Stimmung drin und das ist jetzt ein bisschen mehr unterschiedliche Farben, unterschiedliche Dunkelheiten und hier auch ein bisschen. Und dann habe ich ja schon gesagt, wir haben ja hier, also ich arbeite hier mit diesen paar Farben, mit diesen paar Sennelier-Farben. Also ich habe mir das ja zum Zweck gemacht, dass ich jetzt hier mal nur mit dieser kleinen Farbpalette quasi von diesem Anfängerkasten mal versuche das zu malen. Und als nächstes versuchen wir es ja mit ja, Softpastellen das Ganze zu malen und mal schauen, ob wir uns da leichter tun oder schwerer oder was weiß ich. Gut, also wenn es jetzt gefallen hat, dann ein Like wäre nicht schlecht, aber nicht schwindeln, also nur wenn es gefallen hat.
Und man kann auch mal einen Kommentar schreiben und mal sagen, ja, kann man nicht das und das machen oder so. Also bin ich schon offen dafür, so ist nicht. Oder überhaupt sich unterhalten über das, was ich da so gemacht habe. Bis jetzt macht es nur immer einer. Der ist da immer schwer dabei, ja, sehr lobenswert. Also das kann man alles machen. Und halt vielleicht den Abhol da lassen, dann wird man immer, kriegt man immer frühzeitig mit, wenn es wieder was Neues gibt, weil ich ein bisschen unregelmäßig produziere. Also jetzt kommt dann als nächstes natürlich dran, erstmal, dass man sich die Finger wäscht. Und die Finger auch bei Ölmalen empfiehlt sich's mit, na, wie heißt's? Weiß ich nicht, wie es heißt. Naja, egal. Gut, tschüss. Ja, also wie gesagt, es empfiehlt sich beim Reinigen der Finger, weil das müssen wir erstmal machen, weil wir versuchen ja dann das Ganze jetzt auch wieder in ein Passepartout zu tun. Aber vom Reinigen der Finger, das macht man dann am besten mit Kernseife. Also das ist dann am besten, weil das ist ja auch Öl, also entsprechend wie Ölfarbe fast. Und ja, gut, tschüss. So, jetzt haben wir hier ein Passepartout rumgemacht. Das ist jetzt ein bisschen schmutzig auf der rechten Seite, aber das ist halt so mein Arbeitspassepartout. Aber das sieht man jetzt schon, also das macht deutlich was her. Und also das sollte man nicht unterschätzen. Also immer dann die Bilder auch mit Passepartout ansehen. Und ja, präsentieren. Gut, tschüss.